Es ist aus den guten alten Prozentbewertungen geworden, die man sofort sieht, wenn man runterscrollt. Okay, ich habe was Neues. Bankraub. Schließfächer. Ein Tag. Okay, let's do it. Hast du jetzt schon eine Bewertung gefunden? Ja, warte, ich bin immer noch auf GameStar. Die haben mehrseitigen Artikel. Nicht, dass sich das bei dem Spiel überhaupt irgendwie lohnen würde. Es geht immer noch weiter. Weiter zum Fazit. Fazit. GameStar. So. Hauptsache, wir bleiben jetzt hier nicht wieder an dem Ladebildschirm hängen, weil es sieht ja fast danach aus. Ach nein, hat's geschafft. Sehr gut. Mach ich auch mal direkt bereit hier. Ich habe in meiner Ausrüstung nichts geändert. Ja, Vito. So, Florian Heider von der GameStar schreibt, seit Death 4 Dead habe ich keinen Koop-Shooter mehr gespielt, der in einer gut abgesprochenen Gruppe so hervorragend funktioniert. Bei Payday 2 herrscht Hochspannung. Egal, ob ich mit den Kumpels in den Einsatzort ausspioniere und versuche, den Überfall völlig lautlos durchzuziehen, oder wir uns in eine wilde Schießerei mit Spezialkräften liefern und gleichzeitig versuchen, mit so viel Beute wie möglich zu entkommen. Bla 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 bla. Starten Sie niemals im Solo-Modus. Bla bla bla. Und hier unter Überschrift habe ich irgendwas mit 86% gelesen. Was, WTF? Raffi's da nur nicht, oder was? Ja, wahrscheinlich sind wir zu doof für das Spiel. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Dreck auf dem Auge und deswegen sieht's so scheiße aus. Na? Ich hab lange meine Pupille nicht mehr unter glasklares Wasser gesteckt. So. Was muss man hier machen? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Holt naja, den Thermalbohrer ab. Na gut, warte mal. Wir holen erstmal den Thermalbohrer ab. Ja, den holen wir erstmal ab. Holt ihn euch. Wir holen uns. Steht so, hier ganz unauffällig. Kann ich den hier holen? Was ist denn jetzt hier? Muss wahrscheinlich draufhüpfen, ha? Ich draufhüpfen kann ich nicht. L2? Nee. L2? Auf keinen Fall. Nee, auf gar keinen Fall. So, was ist denn los jetzt? Sind wir zu dumm dafür, oder was? Na, wahrscheinlich geht das dann erst aus dem Erkundungsmodus raus. Also, wenn wir damit durch sind. Okay, na dann. Was sollen wir dann mit dem lass uns hier mal noch schnell alles angucken. Ja. Sollen wir mit dem Thermalbohrer sonst noch machen? Angucken. Hier ist eine Tür. Die könnten wir aufmachen. Mit Sprengstoff. Die. Im Schleichmodus benutzen wir Sprengstoff. Hervorragend. Wieso, wo kam denn jetzt ein Fragezeichen her? Ist hier eine Kamera? Ach, hier ist eine Kamera. Ah, okay. Wieso kann ich die Türen nicht aufmachen? Ich hatte doch so ein Werkzeug. Ach, keine verdächtigen Aktionen erlaubt. Super. Also ich bin jetzt mal auf dem Dach. Was haben wir da hier für... Da ist sogar ein Eingang. Auf dem Dach ist ein Eingang. Da ist die Tür sogar offen. Oh, sehr gut. Dann. Da wären wir schon drin. Dann stehen aber viele Leute. Vor allen Dingen unten. Direkt unten ist ein großer Haupttresor. Den, also frontal würde ich den da nicht angreifen. Na pass auf, da setzen wir jetzt die Maske auf, holen uns diesen Bohrer und gehen übers Dach. Direkt rein. Warte mal kurz, ich will mir das auch noch mit angucken. Ich guck gerade hier nochmal auf den Klamottenladen. Den anderen Gebäuden. Was haben wir hier? Friseur, da ist aber keiner da. So. Ich kann nicht rennen in dem Erkundungsmodus. Komischerweise, wenn ich dir zugucke, rennst du aber. Echt? Ja. Yeah. So. Jetzt musst du um das ganze Gebäude rum. Prima. Ja. Also bisher fesselt mich dieses ganze Spiel irgendwie noch absolut überhaupt nicht. Also ich glaube nicht, dass das noch kommt, mal ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, ne? Das ist da einfach nur... Also vielleicht spielen wir das ja auch falsch, aber für mich ist das jetzt einfach nur, ich gucke mir das hier an, aber es bringt mir eigentlich alles gar nicht so viel. Und dann setze ich die Maske auf, rotz alles nieder und räume da irgendwas raus. Ja. Wo bist denn du jetzt? Warte mal. Ich sehe dich nicht mehr auf der Karte. Ich bin schon im Gebäude. Ich guck mal. Bist du im Gebäude? Na, bist du da reingekommen? Die Bank ist doch offen. Ach so. Ja, stimmt. Sehr gut. Oh, auf dem Dach steht ja ein Polizist. Was ist da los? Echt? Mit Schutz? Ich da war auch schon niemand. Mit Schutzweste. Ich stehe direkt hinter ihm. Wenn du
den jetzt auslocken könntest, so Hitman-mäßig, das wäre schon mal prima. Das wäre geil, aber dann müsste ich die Maske, glaube ich, zu aufsetzen. Ich mache einfach mal. Ja, mach einfach mal. Und? Jetzt hat er mich entdeckt. Wie soll denn der mich entdeckt haben? Jetzt hauen um. Der hat doch keinen Alarm geschlagen. Zivilist getötet. Das ist doch nicht schlimm. Wieso Zivilist? Wie ach, das ist eine normale Weste. So, ich hole jetzt mal diesen Bohrer ab. Ja. Und hoffe, dass mir hier kein Zivilist entgegenkommt. Suchen wir einfach mal. Oh, es hat uns anscheinend noch keiner gesehen, kann das sein? Nee. So, ich hab... Wo muss ich den jetzt hinbringen? Mitten da unten hin. Ah, das Spiel ist mir aber einfach nicht sneaky genug irgendwie. Ey, ich hab... jetzt... Ah, der hat eine Schlüsselkarte gehabt. Erhalte nein, Missionsausrüstung, nein. Schlüsselkarte. Scheiße, entdeckt. Wer hat mich denn jetzt entdeckt? Irgendwelche Zivilisten haben mich entdeckt. Was soll denn das? Ah, so eine Kacke, ey. Was gibt's denn hier noch? So, gehen wir jetzt hier rein, oder wie? Da können wir mit der Schlüsselkarte bestimmt unten direkt durch die Tür. Können wir die Maske wieder absetzen? Nee. Nee, können wir nicht. Nee. Ach, wäre das schön gewesen. Schließlich, ich hätte mal Munition wieder ausrüsten sollen. Kann man hier irgendwie schleichen? Ah ja, hier. So. So ein Schalldämpfer wäre nicht schlecht, wa? Ja. So, gehen wir da hin, ja. Bring den Bohrer mal an. Ich bring den Bohrer mal an. Mach das. Ne, warte mal. Wo muss ich den anbringen? Ja. Oder was? Was fährt? Oh, wo kommt das denn her? Sehr gut, das ist aber ein ordentliches Ding. Das war alles in dieser kleinen Tasche drin. Guck's dir mal an. Was? Was mit dir? Okay. Das war also alles in dieser kleinen Sporttasche drin. So, kann man irgendwie die Türen wieder zumachen? Das wäre schön, gell? Oder verkeilen oder sowas, so wie bei ja. SWAT. Das wäre irgendwie prima. Geht alles nicht. Wie willst du denn hier lautlos, vor allem so einen scheiß Drecksbohrer, wie willst du denn hier lautlos die Bank überfallen? Wie soll das denn gehen? Keine Ahnung. Erzähl mir das. Vielleicht müssen wir uns ja doch erstmal ein Tutorial angucken. Das Tutorial, wo wir die ganze Zeit auf das Dach gucken müssen, ein bisschen was runterwerfen? Ja. Kannst du keine Türen zumachen? Kannst eigentlich gar nichts machen, kannst dich nur durchschnetzeln. So, na, ich stelle mich auf jeden Fall hier in den Raum. Dauert das jetzt ernsthaft 5 Minuten? Ich fass es nicht. 5 Minuten? Sind wir da eh schon tot? Ja, jetzt steht ihr zu dritt in dem Raum. Da brauchst du jetzt nicht gucken. Da stehen die anderen beiden auch. Dann guck lieber woanders hin. Was? Hast du gehört? Ich? Ja. Ich guck doch nach draußen, falls jemand kommt. Naja, aber da stehen die zwei Trottel direkt hinter dir. Da ist doch der Gang schon mal durch die beiden abgesichert. Die gehen doch auch immer nur dahin, wo ich gerade stehe, die Schwachmaten. Jetzt steht zum Beispiel schon ein Officer drin. Schieß mich an. Jetzt habe ich noch einen Zivilisten umgebracht. Was? 5000 Abzug für Reinigungskosten, weil ich einen Zivilisten umgebracht habe? Wer macht denn das hier sauber? Wir oder was? Schicken wir dann hier noch eine Putze durch, nachdem wir alle niedergeschnetzelt haben? Na, und zwar die von Family Guy. Naja. Wie heißt die Concierge? Senior Stefan nicht zu Hause. Nein. Nein. Hier kannst du die Schlüsselkarte verwenden. Wo? Hier? Da hinten. Ich spreng jetzt mal auf hier die Tür. Renne mal durch, warte. Für die Schlüsselkarte verwenden. Zack. Ah. Da ist ein Officer drin. Da war ein Officer drin. Ja, die ganze Zeit gesneakt. Was kann man hier machen? Kameras ausschalten. Kann man die Kameras sehen? Bringt mir nicht so viel. Ja. Kann man die Tapes da klauen? Dass es irgendwie sinnig wäre? Na, nicht wirklich, ja. Guck dir die Server-Wags an. Der pure Matsch. Wir packen einmal Matsch in den Schrank. So, okay. Jetzt habe ich wieder einen Zivilisten umgebracht. Nochmal 5000 für die Reinigung. Jetzt können wir im Prinzip eigentlich hier warten, hier, weil hier kannst du dich ja schön verkeilen. Ja. Ja. Da müssen wir ab und zu mal jemand zum Bohrer rennen. Ich geh mal hin. Ich bin schon auf dem Weg. Hier ist ja was los.
Ja gut, die sterben ja noch relativ schnell, die Guten. Die warten doch nur, bis sie ihren Anteil bekommen. Ja. Der geht bestimmt auch immer mal aus, ja? Ja, der ist schon aus. Ich mach schon. Guckst. Okay, pass ich auf. Irgendwas hat mich nämlich von links angeschossen. Und wieder. Ah, da ist einer. Schon wieder. Aufhören. Hä? Von links? Ja, das kommt von links. Von draußen. Hinterm Polizeiwagen. Ah, ja, jetzt nicht. Ach, wenn die sich doch nur mal sinnvoll verteilen würden, die Trottel. Ja. Habe ich eine Weste an? Irgendwie verliere ich keine Leben, wenn ich angeschossen werde. Ist auch super leicht gestellt, sagst du? Nee, eigentlich nicht. Kann ich auch, keine Schwierigkeit einstellen. Kann ich auch fast Rambo-like durchlaufen. Ah, dieses Anvisieren mit diesen Gewehren, ey. Das geht also so ultra träge, gell? Wenn du Battlefield gewöhnt bist, ist das irgendwie gar nichts. Kann ich Munition von denen aufsammeln? Ich kann nicht mal die Waffen von denen aufsammeln. Das wäre irgendwie auch sehr hilfreich. So, noch 2,5 Minuten. Das ist eigentlich überschaubar bis jetzt. Ja. So wie anstrengend aber ist halt, es gerade. Aber halt auch nicht wirklich cool. Ich stelle mir das jetzt auch nicht besser vor, wenn da jetzt zwei andere Typen noch mitspielen würden, mit denen wir kommunizieren könnten. Ja. Das ist einfach nur ein sinnloses Geschnetzel. Mit einem relativ langweiligen Ziel. Zumal du das ja auch nicht unbemerkt machen kannst hier. Du könntest. Was könntest du denn machen? Du könntest in den Security-Raum gehen und dann. Die Kameras, kannst du die ausschalten? Ich weiß es nicht. Nee. Dass die Polizei denn nicht kommt. Ja. Kannst du ja noch alles angucken. Wo ist wieder ausgegangen? Mach mal. Ist irgendwie auch lästig, dass das jedes Mal passiert. Hm. Oder? Wer verarbeitet denn die Bohrer? Ja. Nö. Könntest du auch Granate. Oh, noch knappe 2 Minuten. Siehst du auch keinen Fortschritt hier? Das sieht noch genauso aus wie vorher, wo wir das Ding angesetzt haben. Ja. Oh, Polizeivorstoß. Oh, jetzt kommen die harten Jungs. Und ich bin. Blendet oder was ist denn jetzt los? Wo bin ich denn? Hilfe. Was war denn das? Eine Blendgranate. Was ist Hilfe? Nö. Ich schaff das schon. Ich bringe hier gerade so um die 10, 15 Polizisten um. Naja. Ist das jetzt bald fertig? Minute. Ich kann doch hier diese Minen legen. Wie hat das Spiel das zu den 86% geschafft? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist jetzt mal hier noch eine Stolpermine. Stolperminen habe ich. Hätte ich mal lieber die Munition mitgenommen. Hubschrauber ist da. Sehr gut. Und das Ding ist noch nicht mal offen. Sagst du, es ist ein Traum? Ein absoluter Traum. So, jetzt sind wir aber gleich drin. Noch 2 Sekunden. Okay, ich 1. Komm. Fertig. So. Los, geh auf. Jetzt müssen wir hier nochmal einen Bohrer. Ne, warte, ich gebe mir C4 dran. Okay, mach das. Ich habe kein C4. Ich kann den Bohrer verwenden. Wie lange dauert das jetzt nochmal? 3 Minuten. Scheiße, ey. Oh, das ist doch lame, das ist doch echt ultra lame. Das ist ein scheiß Geballer hier. Ja, pack Bohrer dran, bring 30 Polizisten um, warte. Ja. Pack wieder einen Bohrer dran. Wenn es doch nur 30 wären, wa?
Wenigstens habe ich jetzt so Munition gekriegt, indem ich über die drüber gelaufen bin, über die Kumpels. 3 Minuten, ey. Schon wieder einer links am Fenster. Oh, hier ist Rauchgas oder irgendwas. Die werden aber gut ihre Helmchen. Ja. Die haben sie nicht ordentlich auf dem Kopf. Wenn das der einzigste Fehler ist, der mich auffallen würde, das wäre schön. Nein. Das Spiel schafft es echt, dass die Zeit nicht mehr so schnell vergeht. Normalerweise sollte aber ein gutes Spiel mit 86% anders funktionieren bei mir. Fragst du dich, wie die, vielleicht spielen wir das ja grundsätzlich falsch, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir das anders spielen sollten. Wir stehen hier nur in so einem langweiligen Raum rum und schnetzeln alles nieder, was reinkommt. Ja. Ich glaube, wir spielen das auch irgendwie falsch. Das muss auch lautlos funktionieren. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ja, und da muss ich aber erst einen Schalldämpfer für 500.000 kaufen wahrscheinlich. Weil das ist ja irgendwie keine richtige Herausforderung, was hier passiert. Ja. Nicht so ganz. Alles so mega dürftig. Action dürftig. Steuerung dürftig. Spielprinzip dürftig. Da frage ich mich, dürfte ich das Spiel mal weglegen? Sehr gut. Ist das jetzt offen? Nee, noch nicht. Nur noch eine Minute. Das geht bestimmt gleich wieder aus, dann können wir noch mal eine halbe Minute das Ding nachladen. Fragst du dich, wo die das hernehmen? Der Bohrer, der wiegt doch mindestens 50 Kilo, so wie der aussieht. Wenn nicht noch mehr. Ach guck mal hier, du kannst sogar verbarrikadieren. Wie? Da steht hier, wenn du zum Fenster gehst, benötigt Bretter. Okay, mal die her. Ich weiß es nicht, ich mach mal einen Tisch kaputt oder so. Geht natürlich nicht. Geht nicht. Kriegt man denn hier Bretter her? Kommen die Regale kaputt? Ach ja, jetzt ist auch. Geht benötigt nicht. Ein paar Bretter. Vielleicht kannst du irgendwas kaputt schießen. Ach, ich glaube hier, die Rainbow Six Typen werden es besser machen. Die müssen es besser machen. Die erklären dir wahrscheinlich da auch mal noch die eine oder andere Funktion. Hier ist auch nochmal ein Safe. Mach hier nochmal einen Bohrer dran. Das andere müsste doch jetzt eigentlich fertig sein, oder nicht? Ach, der ist aus. Ochsen, Junge, stehst direkt daneben. Das ist so sinnlos. Die KI ist echt die letzte Scheiße. Also man kann sogar verbarrikadieren, das ist doch schon mal... Ja, aber die Tür kannst du nicht zumachen, oder? Nee. Also ich spiele das wahrscheinlich so extrem schlecht. Ah so nein, jetzt. mich hat's ermittelt. Echt? Ja. Komplett tot? Nee, noch nicht. Kann mich bestimmt wieder holen. Achso, ja, warte. Ja. Die latschen aber auch nicht über meine Mine drüber, die habe ich so schön dahin gelegt. Ach, wo kommt's denn her? Immer noch von draußen. So, jetzt ist es offen, los, wir gehen jetzt mal hier rein. So, und jetzt dann? Oh, jetzt musst du jedes einzelne Schloss knacken. Ach, verarsch mich. Ey, das darf nicht der Ernst sein. Das darf doch nicht der Ernst sein. Ey, das ist doch alles scheiße. Hier sind tausende Schlösser. Übertrieben.